Na? Ich hoffe, niemand von euch hat die Alternative für Deutschland gewählt. Nochmal ein Witz? Nee? Doch? Ja, selber schuld. Habe ich mir auch was gedacht. Wie nennt man Marihuana-dealendes Känguru? Grashüpfer. Ja. Gut, da mache ich doch gleich mal weiter mit dieser Euphorie. Ich möchte kurz Werbung machen. Ich habe ein Buch geschrieben. Traumberuf Marktschreier heißt es, sind 30 Texte von mir drin, kostet 10 Euro. Allerdings ist verwirrend, da steht JJ Glünderling drauf. Das war jetzt wirklich über 10 Jahre lang mein Künstlername. Ich habe immer gedacht, so, ey, es ist voll geil. Der ist super sperrig, mega kompliziert, Leute merken sich den. Das war falsch. Habe ich lange gedacht, okay, scheiß drauf, ich spreche ihn einfach anders aus. Französisch, also Jean-Jean Glendelin. das war dann auch kacke. Habe ich es gelassen. Naja. Will jemand das Buch haben? Ja? Geil, dann könnt ihr es ja nachher kaufen. ja, so macht man sich beliebt. Der Text jetzt ist mir persönlich einfach wirklich sehr wichtig. Wollte ich nur sagen. Die Weltgeschichte ist voll von krassen Dreierkombos. Die heilige Dreifaltigkeit. Das römische Triumvirat. Drei Engel für Charlie. G-Unit, also als The Game noch nicht dabei war. Oder Tick, Trick und Track. Aber die mit Abstand größten und wichtigsten sind unbestreitbar. Die drei Fragezeichen. Vielen Dank. Drei Fragezeichen-Fans sind offensichtlich heute da. Geil. Ich widme dir diesen Text. Gibt es Leute von euch, die drei Fragezeichen, also den Namen schon mal gehört, aber noch nie eine Folge gehört haben? What? Yo, der Text ist ja mega deplatziert. Geil. Ja, Kinder, dann ist das jetzt eine Bildungslücke, die ich gerne stopfe. Tja, vielleicht findet ihr den Text, könnt ihr nicht so identifizieren. Das ist dann doof. Also er war schuld. Ich bin kein Drei-Fragezeichen-Fan. Nein, ich bin ein Drei-Fragezeichen-Ultra. Wenn die Jungs irgendwo eine öffentliche Lesung haben, zünde ich weiß-rot-blaue Bengalos oder stehe in einem anliegenden Waldgebiet und kloppe mich mit TKKG-Fans. Sind heute TKKG-Fans da? Ja? Gut, ihr hättet mich auch nicht gemeldet. Falls jemand von euch TKKG-Fan ist und im Publikum sitzt, sich nicht gemeldet hat, schissert, zu Recht, jetzt gibt's auf die Fresse. Ich besitze sogar ein Drei-Fragezeichen-Waffeleisen. Ja, gibt's wirklich. Kostet 40 Euro. Beste Investition meines Lebens. Ja, nicht, dass ich es jetzt oft benutzen würde. Das gibt mir einfach so ein Gefühl von Sicherheit, dass ich jetzt zu jeder Zeit mir drei Fragezeichen-Waffeln machen könnte. Vielleicht auch ganz kurz für alle Fans und auch alle Nicht-Fans im Raum. Die drei Fragezeichen gehen nächstes Jahr auf Tour 2019. Und es gibt jetzt Tickets, seit einer Woche gibt es die so. Mega wichtig, ihr könnt, also es ist wirklich, da machen die sehr, sehr selten. 30.11.2019 sind sie zum Beispiel in Frankfurt. Wollte ich nur sagen. Irgendwann will ich Provision dafür kriegen. Naja. Ich weiß noch genau, wie das mit den drei Fragezeichen alles anfing. Mit der Kassette von Folge 10. Die flüsternde Mumie. Es war der Beginn einer lebenslangen Liebe, einer Liebe zu drei Stimmen, die für mich so tiefe Geborgenheit bedeuten. Okay, es klingt jetzt so ein bisschen nach Telefonsex. Aber die sind wirklich sehr vertraut. Die drei Fragezeichen sind eines der ganz wenigen Relikte meiner Kindheit, die bis heute geblieben sind. Für mich ist Rocky Beach nostalgischer Sehnsuchtsort, eine akustische Märklin-Welt, die Fruchtblase in Hörspielform. Dabei ist Rocky Beach eigentlich ein mega kriminelles Ghetto. Das ist die Mischung aus Compton, Gotham City und Offenbach. 195 Folgen voller Straftaten in so einer Kleinstadt? Alle aufgeklärt von drei Jungs, weil die Staatsgewalt offensichtlich komplett versagt? Aber die drei Fragezeichen sind halt schlaue Füchse. Und außerdem haben die Street Credibility. Erstens wohnen die nämlich an der West Coast. Und zweitens ist deren Zentrale auf einem fucking Schrottplatz, Digga. Reela, geht's doch nicht. Und Highlife können die auch. Ein Anruf bei Morten und BÄM! Sitzen die drei im Royce. Royce! Vom Bordstein zur Skyline! Wollt schon immer mal Bushido zitieren. Die drei Fragezeichen sind fantastische Vorbilder. Deshalb hatte ich als Kind natürlich auch ein eigenes Detektivbüro mit meinem Cousin Max. Max und Jakob. Und wir nannten unsere Detektei MJ.
Kreativität war schon immer mein Ding. Unsere Detektivausweise waren mit Tesa laminiert und hinter jeder Ecke lauerte eine fiese Verschwörung. Ich habe meine Eltern zum Beispiel lange als Bankräuber verdächtigt, die ihre normalen Berufe nur vortäuschen. Die Beute habe ich bis heute nicht gefunden. Ich wollte immer so sein wie Peter Shaw. Zweite Detektiv und sportlicher Surfer-Dude, auch wenn ich lange dachte, dass sein Dietrich irgend so ein komischer Typ ist, den er die ganze Zeit bei sich hat. Relativ creepy, die Vorstellung. Früh lehrt mich die drei Fragezeichen einen der wichtigsten Werte. Der Verstand ist die mächtigste Waffe. Ganz im Gegensatz zu TKKG, diesem Dullihaufen. Bei den drei Fragezeichen werden Rätsel mit geistiger Raffinesse und cleverer Kombinationsgabe angegangen. Bei TKKG haut Trottel Tarzan meine einfach allen auf die Fresse und zack, Fall gelöst. Und auch Karl, das ist der Einzige mit einem IQ über 70 und deshalb gleich der Computer. Und Gabi Glockner muss bei allen spannenden Aktionen immer zu Hause bleiben, weil sie ja ein Mädchen ist. TKKG, die Profis sind Scheiße! Nein, dann doch lieber die drei Fragezeichen. Die agieren wenigstens, als hätte die Aufklärung schon stattgefunden. Wobei man ehrlich sein muss. Wer kennt schon bitte eine ganze Drei-Fragezeichen-Folge? Alle schlafen noch vorher ein. Wer von euch hört die drei Fragezeichen auch zum Einschlafen? Einmal kurz. War eine Fangfrage, ihr Trottel! Bäm! Wie kann man bei Folgen wie Nacht in Angst oder Stimmen aus dem Nichts im Bitter einschlafen? Schlaft ihr auch in Achterbahnen? Ich finde das respektlos den drei Fragezeichen gegenüber. Was geht denn bitte bei den drei Ausrufezeichen ab? Kennt ihr die? Gibt's wirklich, das ist die Mädchenversion des Ganzen. Ja. Bei den drei Fragezeichen heißen die Folgen Meister des Todes, Im Haus des Henkers oder Dämon der Rache. Bei den drei Ausrufezeichen heißen die Folgen Legende der Einhörner, Eisprinzessin in Not oder Kussalarm. Willst du mich verarschen? Das ist ja dümmer als das Ü-Ei für Mädchen. Hat Gabi Glockner sich die Folgen ausgedacht oder was? Und ja, ich rege mich zu viel auf. Und ja, ich brauche Beruhigung. Und das seid ihr drei. Mein Ankerpunkt, meine zutiefst vertraute Fantasiewelt. Allein schon, wenn es wieder heißt, darf ich Ihnen unsere Karte geben. Dann entspanne ich mich. Dann fällt alles von mir ab. Dann bin ich bei euch in Rocky Beach. Ärgere mich über Skinny Norris, freue mich auf Tante Mathildas Kirschkuchen und fiebere gespannt bei allen Rätseln mit. Und dafür möchte ich euch einfach nur Danke sagen. Danke.